Auch dein Fahrrad war schon mal schmutzig und wenn du hier im Kanal genau aufgepasst hast, dann hast du auch hier im Kanal schon mal gelernt, wie du dein Fahrrad ganz leicht sauber bringen kannst. Dennoch gibt es technische Hilfsmittel, an die hat man gar nicht gedacht und ein genau solches sehen wir in dem Video. Ready or not? Was machen wir jetzt? Here I come. Wir testen jetzt mal den neuen mobilen Pressure Washer. Vielleicht hinten in die Mitte rückwärts mit dem Hinterrad rein. Die kann man kaufen. Ja. Kauft sowas, wer? Der ist ja urleicht. Da ist noch kein Wasser drin. Ah, da ist noch kein Wasser drin. Gust du so haken. Wir holen erstmal den Stuff noch. Hast du schon alles? Nee. Holst du mal den Stuff und jetzt leg die Hütte dabei. Was ist das da unten? An der Stelle muss man ganz kurz sagen, ob und inwiefern dieses Teil sinnvoll ist, muss jeder von euch selber entscheiden. Das Ding kostet immerhin. Naja, was kostet? Da kommt Wasser rein. Genau. Wie viele Liter Wasser passen da hin? 20. 20 Liter? Ja. Und da kann man wie oft das Rad waschen? Das werden wir gleich herausfinden. 280 Euro plus minus musst du schon rechnen. Dann bringst du ca. 20 Liter Wasser hinein. Woher auch immer du diese 20 Liter Wasser bekommst, das musst du selber wissen. Ich weiß nur, dieses Kastel hier im Video funktioniert so, wie man sieht. Nämlich, du musst Wasser einfüllen, damit du einmal überhaupt einmal Wasser rausspritzen kannst. Da steht Plus, Minus. Da kann man da die Stärke einstellen. Normalen Mode und Power Mode. Und On-Off gibt es auch. Schaut da mal hin. Ja. Bin schon drauf gekommen. Man kann gleichzeitig nachfüllen und draußen spritzen. Jetzt könnte einer sagen, wenn ich schon Wasser einfülle mit einer Pfff, warum spritze ich da mit der Pfff nicht gleich auf? Diese Diskussion diskutieren wir hier nicht. Grundsätzlich könnte man ja auch mit einem Kübel, wobei wenn das Wasser schon ein Kübel ist, warum stecke ich da nicht einfach einen Schlauch in den Kübel und saugt das Rauch? Wurscht, wir könnten ja auch mit einem Kanis, wobei... Was kostet das? 275. 275? Welcher vernunftbegabte Mensch kauft zum 280 Euro einen Wasserspritzer? Die Leute sagen, alles ist ein super Preis. Die Leute sagen, es ist ein super Preis. Wenn ich da jetzt 20 Liter Wasser drin habe und das stelle ich mal im Auto in den Kofferraum, wie schaut dann der Kofferraum aus? Schlecht. Ist schlecht, ne? Ja, weil du hast ja hier nur... Aber es gibt einen Kanister. Ne? Wenn du den jetzt hier hin und her eben. Ins Autokofferraum stellen... Geht nicht. Geht schon, aber... Es gibt aber ein Set mit einem 20 Liter Kanister, der zugeschraubt ist, wo du mitnehmen kannst. Okay. Ja. Die verkaufen das sogar mit einem Kanister. Warum hänge ich da nicht gleich einen Schlauch in den Kanister und saugt es? Deckel zu, Katze tot, da schalten wir ein. Ready? Weiß ich nicht. Achso, zwei Punkte ist Plus, ein Punkt ist Minus. Putzmittel brauchen wir keines? Ja, erstmal nass machen. Ich hätte da ein Putzmittel drauf gegeben. Kommt gleich. Zeig ich dir. Wenn so tolle Produkte vorgeführt werden, ist natürlich klar, dass da Film, Funk und Fernsehen nicht weit ist. Man kann ja kaum mehr in Ruhe ein Fahrrad waschen, ohne dass man dabei gefilmt wird. Ne? Das ist ja sehr Wahnsinn. Ich bin ein Fan von Bürsten. Ne? Unterschiedlichster Bauart und Weise. Ich spritze das Reinigungsmittel auf die Bürste und bebürstel dann das Fahrrad. Das haben wir schon mehrfach gesehen hier auf dem Kanal. Das funktioniert wunderbar und hilft uns auch, Reinigungsmittel zu sparen. Großflächiges Verteilen vom Reinigungsmittel ist natürlich eine wahnwitzige Effektshow sondergleichen. Beeindruckend, gebe ich unumwunden zu. Viel sinnvoller für dich, damit du möglichst lang auch mit deinem Reinigungs- und Pflegemittel auskommst, ist es aber dennoch, das Ding auf die Bürste aufzutragen und dann rumzubürsten. Meine Empfehlung ist weiterhin die Bürste. Und jetzt wird abgespritzt. Jetzt wird abgespritzt. Normal vielleicht noch mit Bürste, aber ich habe keine Lust. Nein, mit Bürste wäre aber schon ein Vorteil. Wenn da so eine Drehbürste drauf wäre. Das wäre wohl. Na ja, hallo. Das wäre fürs nächste Modell dann. Ja. Mit Drehbürste. Und mit Flaschenhalter, dass man hier die Flasche dran klemmen kann. Ja, schreibst du ins Lastenheft fürs nächste Modell? Absolut, ich gebe Bescheid. Ich schicke euch ein Beratungshonorar für die guten Tipps. Und jetzt umschalten auf Turbo-Luft-Modus und Trockenblasen. Geht das auch nicht? Ja, das wird nie was. Ne? Aber das fürs nächste Modell dann mit Trockenblasen-Modus.
und Bürstenaufsatz. Ja, das ist natürlich, wenn er sich selber wäscht, das hat riesige Vorteile. Nein, Bürstenaufsatz und Trockenblasenmodus. Also und das Ding im gleichen Design wie die Flasche, nämlich so hell und rosa. Aber wehe, ihr bringt es dann wirklich so raus. Das heißt, ich kann wieder weiterfahren. Bitte. Vielen herzlichen Dank für diese fantastische... Die Reifen sind so dreckig. Komm, die stecken drin. Danke. Gerne, mach's gut. Ob so ein Kastl auch für dich was ist, ich weiß es nicht. Ich bin nach wie vor ein großer Fan der Bürstenmethode. Wenn du weiter bürsten willst oder weiter schruppern oder weiter spritzen willst, das überlasse ich alles dir. Wäre das Kästchen vielleicht was für dich? Für mich ist es definitiv... Naja, Moment... Ein Anwendungsfall fällt mir jetzt sogar ein. Und da wäre das wahrscheinlich sogar sehr... Ich glaube, ich muss Marco anrufen.